Hallo zusammen. Heute habe ich meine ersten zwei Switchpods bekommen. Das ist also ein kleines Gerät, mit dem ich analoge Schalter digital schalten kann. So sieht er aus, der Switchpod. Make your old device smart in seconds. Was ist das Ganze? Das Ganze ist ein kleines Gerät, man kann es auspacken. Das ist die originale Verpackung, eingeschweißt ist es nicht. Es ist hier in diesem kleinen Säckchen verpackt und das ist das kleine Gerät. Das ist ein kleiner Kasten. Ich kann ihn per Bluetooth übers Handy ansteuern. Das hier ist die Lasche, die ich ziehen kann, um gleich die Batterie scharf zu schalten. Und es geht um dieses kleine Ding, was rausgefahren kommt, wenn ich es möchte, wenn ich es auf dem Handy ansteuere und damit mechanische Knöpfe drücken kann, wie zum Beispiel von dem Fernseher oder der Kaffeemaschine oder bei mir eine Waschmaschine. Das Zubehör ist damit schon erklärt. Es hat hier ein doppelseitiges Klebeband auf der Rückseite. Und ich zeige jetzt einmal, wie man das Ganze einrichtet. Unter iOS, das stand hier auch irgendwo, genau, und Android gibt es eine entsprechende App, die nennt sich Switchpod, ganz normal. Hier sehen wir auch nochmal ein paar weitere Angaben, auch zur Batterie, und dass es ein 3M-Tape ist. Man muss nichts installieren, hat das Ganze ganz schnell installiert. Es gibt hierfür auch noch ein Switch Link. Es ist ein zusätzliches Gerät, was als Bluetooth-Brücke dient und die Brücke zwischen Bluetooth und Wireless LAN schlägt. Damit wird es dann möglich, über If This Then That diese Geräte dann auch zu steuern. Man braucht aber dieses zusätzliche Gerät Switch Link dazu. Mit dem Switchpod, das per Bluetooth angebunden wird, kann ich jetzt nur direkt vom Handy aus steuern. Und zwar dann auch, wenn ich in mittelbarer Reichweite bin. Die Switchpod-App sieht so aus. Es ist sehr einfach gehalten, aber auch kinderleicht. Das heißt, ich habe hier gerade das Batterie-Schutzschild entfernt und schon wird hier ein Switch E1 angezeigt. Das heißt, ich musste gar nichts tun, der wird automatisch erkannt. Das da oben war mein erster, den habe ich schon eingerichtet. Drücke ich drauf, was passiert dann? Das Gerät fährt aus, das Gerät fährt ein. Das Gerät fährt aus und eigentlich genau, sofort wieder ein. So kenne ich das. Ja, das Gerät ist also damit eingerichtet. Ja. Ich kann hier auch noch den Namen ändern, wenn er dann die Verbindung aufbaut. Communicating with the device. Ja. Timeout, wie wir sehen. Und man sieht hier auch eine Empfangsstärke. Das Teil von der Waschmaschine ist ein bisschen weiter weg. Aber das funktioniert. Stellt euch vor, da ist jetzt ein mechanischer Knopf oder auch ein Lichtschalter. Dann wird der entsprechend hierüber getätigt. Das funktioniert bei meiner Waschmaschine oder auch bei meinem Kaffeeautomaten, habe ich das schon getestet. Ganz wunderbar. Einstellung, jetzt geht es auch. Ich kann hier den Namen ändern, ein paar Zusatzfunktionen nutzen, die ich selber noch nicht getestet habe. Batteriestatus und Firmware-Version einsehen und ab geht's. Ja, da zeigt er auch beide wieder an. So, in meinem nächsten Video zeige ich dann nochmal die praktische Anwendung. Vielen Dank.